So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Gestern gab es kein Vlog von mir. Ich war einfach mal faul, habe ich beschlossen. Darf mir auch mal zustehen. Gut, Wochenende ist sowieso immer Faulenzen bei mir angesagt. Aber gut, gestern war ja Vatertag gewesen. Betrifft mich eher selten, weil ich bin ja kein Vater. Ja, so. Bin im Moment sehr verdattert, weil viele ehemalige Klassenkameraden aus Grundschulzeiten, generell Schulzeiten, schreiben mich an. Ja, das ist teilweise schon 30 Jahre her. Grundschule ist 30 Jahre her, circa. Da ist man schon perplex, vor allem, wie sich die Menschen so verändert haben, nicht? Ja, dann haben wir so Themen wie Internet-Trolle geben sich auch immer wieder schön bekannt, aber die werden dann immer schön geblockt und so, weil auf so einen Kindergarten habe ich keine Lust, die dann so dumme Kommentare unterm Video lassen. Wie ich jetzt im letzten Video zum Beispiel erklärt habe, dass ich nicht im Rollstuhl sitze, das scheint ein Internet-Troll zu sein. Naja, den habe ich jetzt geblockt, ist mir auch sonst egal, so eine Menschen. Was haben wir noch für Themen? In Berlin wird es jetzt richtig warm. Das soll ja in ganz Deutschland jetzt über das Wochenende warm werden. Also für manche ist das vielleicht Badewetter oder so. Ja, ich kann das leider nicht, weil so weit komme ich noch nicht. Haben wir noch ein Thema? Nicht, dass ich wüsste. So, wie geht's mir heute? Ja, die warme Luft macht mir ein bisschen zu schaffen. Ist zwar noch nicht ganz so hoch. Das sollen ja am Sonntag bis zu 30 Grad werden. Ja, gut. Generell ist das, glaube ich, bekannt für Agoraphobie-Patienten, dass die das nicht so abkönnen mit dem warmen Wetter und so. Aber gut. Mal verallgemeinert, besser gesagt. Heute muss ich ein bisschen was im Haushalt machen, weil meine Waschmaschine bettelt mich förmlich an, mach mich an. Meine Terrasse müsste auch mal ordentlich gemacht werden, aber da habe ich eigentlich ja keine Lust drauf, weil ich warte immer noch darauf, dass ich mal irgendwie mal von einer Hausverwaltung endlich mal Bescheid kriege, dass bei uns die Terrasse gemacht wird, weil unsere Terrasse dafür verantwortlich ist. Das habe ich ja schon mal erzählt, dass die Garage unter uns und schräg unter uns die Wohnung nass ist. Da müsste sie gemacht werden und unsere Steine, die auf der Terrasse sind, das sind so eine komischen Platten. Die wackeln so dermaßen, da musst du teilweise aufpassen, dass du da nicht wegknickst. Und ja, das ist nicht gerade förderlich für die Gelenke. Gerade wenn man so ein bisschen wohlbeleibter ist, wie ich zum Beispiel. Gut, so. Auf jeden Fall mache ich das heute wieder so, dass ich wieder runtergehe. Und ich muss ja runtergehen, weil ich will ja nicht zurückfallen. Und wenn ich es, wie gesagt, nur vor der Haustüre schaffe, weil ich bin, wenn ich Hausarbeit mache, halt ein bisschen fix und alle. Und konditionstechnisch wird es langsam, sehr langsam. Aber es wird. Hat ja auch keiner gesagt, dass Rom zum Beispiel an dem Tag erbaut worden ist. Ich sage unheimlich viel ja, das ist, wenn man seine Gedanken beim Quatschen sortiert, das sollte man nicht machen. Dann wünsche ich, ach so, nee, Quatsch, ich wollte mal schöne Grüße bestellen an Pam, an Melli und an meine lieben Freunde sonst so, die immer fleißig meine Videos hier gucken und mich immer voll lieb belobien und ich warte ja nur darauf, dass ich mal einen Keks kriege. Nee, war ein Scherz. Nein. Ich finde das lieb, dass ihr mir zuguckt. Ich gehe mir schon selber auf den Sack mit dem M. ja.
Ja, das ist, wenn man nicht mehr weiß, was man erzählen soll. Gut, ich höre jetzt auch auf, weil sonst wird das hier ein Gequatsche und das muss auch nicht sein. Gut, wenn das noch irgendwas Wichtiges gibt oder sowas, dann sagt das einfach und ja, wir sehen uns später. Tschüss. So, da es heute sehr warm ist und mir das ja nicht bekommt mit der Schwüle, will ich zumindest mal vor die Tür gehen. Nerv. Man kennt es ja, nicht richtig Luft kriegen. Sehe bestimmt viele, die das gleiche haben wie ich. Und man möge mir verzeihen, dass ich viel quatsche in meinen Videos. Ich möchte das ja den Leuten halt erklären, dass das halt nicht nur die Schauspieler das und so. Oh, schöne Blümchen hier überall in den Garten. Und alle Mädchen hier. Zeit des Rasenmähens. Oh, zieht sich ganz schön zu. Ich glaube, das kann man nicht so sehen. Da kommen meistens die Regenwolken her. Meine Panikstraße. Da lang will ich auch irgendwann mal. Ich will ja meine Umgebung hier kennenlernen. Aber erstmal muss ich in die Richtung. Weil ja der Bus hier lang fährt. Wollen wir ja wissen, von da ist ja ist die Bushaltestelle. Die kann ich ja schon. Zwar mit Anstrengung, aber ich kann's. Oh, ich glaube, hier bleibe ich kurz mal stehen. Richtig lecker nach Frische mit dem Rasen. Jetzt nicht mehr. Nee, hier kann ich mehr, keine Ahnung. Ja, so. Ich mach gleich weiter. Vielleicht stehe ich noch mal raus. Weiß ich noch nicht. Ich muss noch mal ein paar Fotos machen für unsere Hausverwaltung. Bis später. Tschüss. So, ich erzähle ja immer davon, mal in die andere Richtung zu laufen. Jetzt will ich es mal in Angriff nehmen. Hier sieht man aber nicht die Bushaltestelle. Hat
hätte man eigentlich auch nach dem Glockenklang gehen können. Gut, egal. Kommt Schwindel. Bin fast da. Die sind auch so weit weg wie die andere. Oh, jetzt kriegt nasse Hände. Wie geschafft das? Sie ist schon zu sehen. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Ein großer für Anni. Eieiei. Eine Straße, die ich überquere, um an die Bushaltestelle zu kommen. Ich bin an der Bushaltestelle. Geschafft. Kurzer Break, ich muss ein Beweisfoto machen. Und zurück. Glücklich. Sehr glücklich. Ich muss noch mal kurz einen Break machen. Schuld. So. Kann weitergehen. Musste meinen Freunden Bescheid sagen. Nur doofe Videos nicht abgeschickt. Musik von zu Hause machen. Egal. Oh, jetzt zitter ich ganz leicht, weil ich mich freue. Ist das schön.
Die ist genauso weit weg wie die andere. Wir wohnen im Grunde genommen genau in der Mitte. Ich bin stolz wie Nachbar Slumbi. Oh, woher kenne ich die? Ist die nicht im Internet? Die gerade ist er. Nein, bin ich nicht. Oh, jetzt könnte es lauter werden, hier kommt gerade die Stadt rein, Jung, vorbei. Aber das stört mich. Tucker. Oh, der macht aber Dreck hier. Aufgestaubt hier. Lecker. Ode Müff von John Paul Knatterfeld. Oh, jetzt verkrampfe ich. Das tut weh. Egal. Fast zu Hause. Irgendwie riecht es nach Regen. Aber das kann auch täuschen. Leute, ich danke euch für Zugucken meiner Erfolge und meiner Rückschläge. Ja, ich hab's geschafft. Bis später. So, wie verlief mein Tag? Also überraschend gut. Also ich bin heute zur anderen Bushaltestelle gelaufen. Hat man ja gesehen, war ein bisschen sehr aufgeregt. Ja, musste gleich allen mitteilen, dass ich es geschafft habe. Die Bushaltestelle ist ja weiter als die hier, habe ich festgestellt. Weil ich habe komischerweise, das wusste ich gar nicht, einen Schrittzähler bei mir auf Handy. Habe ich drauf geguckt und ist definitiv weiter. Gut, ich habe aber auch festgestellt, dass zum Beispiel der Gehweg in die Richtung zu der Bushaltestelle besser ist als der. Weil wenn jetzt zum Beispiel nass ist oder sowas, bin ich ja da immer weggerutscht. Und hier ist eigentlich eher eben. Ja, ich bin stolz wie Nachbar Slumpy. Danke an alle, die an mich glauben, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Auch bei Facebook, auf meiner Chronik, also in der Freundschaftsliste halt. Handherz. ja, ich bin stolz halt, dass ich das. Ich hätte es nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Vor allem die Luft ist ein bisschen schwül und da kriegst du nicht so richtig Luft und so. Das glaube ich, habe ich auch im Video gesagt. Ich weiß teilweise ja nicht mehr, was ich im Video gesagt habe. Ich war so ein glückliches Wesen. So, jetzt kommt nur noch der große Schritt. Ich muss in den Bus einsteigen. Wer weiß, wie lange das dauert. Mein Mann hat schon gesagt, er lässt mir jetzt wieder die Busfahrkarte hier. Und wenn ich halt beim Rausgehen beschließe, selbstständig halt sage, so, wisst ihr was, leckt mich am Kinn. Ja, ich wollte jetzt nett sein. Dann kann das passieren, dass ich im Bus steige. Davor habe ich aber noch ein bisschen Bammel, aber ich will mir das jetzt nicht einreden oder sowas, weil das kommt nicht gut, weil sonst haben wir ja festgestellt, dass halt das nach hinten losgeht, wenn ich dann halt vorher schon sage, davor habe ich Angst, ja, mache ich am besten nicht. Ich muss mich wirklich dran gewöhnen, dass ich das auch wirklich nicht mache, weil das ist wirklich, ja, gut.
Ansonsten, ja, ansonsten, wie gesagt, mal an meine Freunde nochmal ganz liebe Grüße und nochmal danke, ne, dass ihr an mich glaubt. Ja, fühlt euch alle geknuddelt. Ja, was gibt's noch? Wie fühle ich mich im Moment? Im Moment habe ich wieder mal Höhenflüge, weil so oft hintereinander habe ich das noch nicht geschafft, muss ich sagen. Toi, toi, toi. Feier ich immer. Ja, ich hoffe, dass es nicht mehr so mit diesen Rückschlägen dann kommt. Ich muss erst mal sehen, wie das nächste Woche denn läuft, wenn ich hoffentlich regelmäßig meine kriege. Und ja, ich habe nur gerade zu meinem Mann geguckt. Da geht es mir dann nicht immer so besonders und von daher schauen wir mal. Ja, gut. Weil jetzt auch viele gefragt haben, wie jetzt alleine und so. Ja, ich stelle mal wieder fest, gucken nicht alle meine Videos. Egal, man kann mich ja fragen. Ich habe dann auch lustig geantwortet bei einer. Die hat mich dann gefragt, wie du bist rausgegangen. Alleine, habe ich gesagt, nee, mit meinem Schlüssel. Ja, stimmt ja auch. Ja. Ja, natürlich, ich muss das ja auch alleine hinkriegen, weil ich möchte das ja auch alleine hinkriegen, weil ich habe ja noch ein bisschen was vor in meinem Leben. Ja. Ja. So, wie ihr sagt, ich bin jetzt happy. Ich habe so eine Krämpfe in den Füßen vorhin gehabt auf dem Rückweg. Ich habe ja ein schön zu tun damit mit Dingen. Also ich muss unbedingt mal Magnesium nehmen. Hatte ich ja damals, als ich 2013 in der Psychosomatik war, auch gekriegt. Magnesium, weil halt wegen diesem Verkrampfen durch diese Panikattacken und so. Man hat da ja einen schönen Schmerzen, muss ich sagen. Ja, dann muss ich das halt wieder nehmen. Das ist ja kein Problem. Ja. So. Gibt es noch irgendein Thema, was ich jetzt ansprechen möchte? Ich glaube erstmal nicht. Nee. So, wir haben jetzt Freitag heute. Ist ja klar, gestern war Feiertag, hatte ich ja schon gesagt. Freitag Jutta laufen. Da, ja, was machen wir denn heute Abend noch so schön? Na, ich schätze mal TLC gucken. Diese lustigen Geisterjäger-Serien gucken, sich wieder tierisch drüber aufregen und lustig machen, indirekt. Nee, ja, aufregen. Ich mache mich nicht drüber lustig, ich rege mich eher drüber auf. Ja, weil viele Leute das halt auch glauben und dann wird man dann halt auch angeschrieben. Wie zum Beispiel damals, als es angefangen hat hier mit Paranormal Activity und ist es echt? Nee, ist nicht echt. Es war einfach nur ein Projekt von Studenten aus den USA. Ja, gut, sind wir mal ehrlich. Jetzt fange ich schon wieder mit einem Thema an, was ich hier eigentlich nicht mit einbringen wollte. Aber gut, das ist halt, wenn man aufgekratzt ist, glücklich ist und man vor einem halben Jahr noch nicht geglaubt hätte, dass man das überhaupt schafft, alleine. Ansonsten musste ich das ja oder habe ich das immer nur mit jemandem zusammen geschafft. Oh Gott, das wird ja dann hier im Blog, ja, dann irgendwann mal zeige ich euch dann ganz Berlin. Ja, so Sightseeing-Tour, so Brandenburger Tor. Was gibt's noch alle Tiere? Naja, was man so halt kennt, ne? Also da, wo die Leute drinne sind, die meines Erachtens zu viel verdienen und sich alle Nase lang die Diäten erhöhen. Man nennt ihn auch den Bundestag. Nee, da muss ich nicht hin. Aber obwohl, das ist in der Nähe vom Brandenburger Tor. Ja, schauen wir mal. Das liegt noch alles in weiter Ferne. Erstmal muss ich ja das Busfahren hinkriegen. Und wenn das mit dem Busfahren klappt, irgendwann dann mit der S-Bahn und mit U-Bahn und so. Oh Gott, da. Nee, nicht drauf einlehnen. Nein, nicht einsteigen drauf. Und nicht reinsteigern vor allem. Ja. So, was gibt's noch? Ja, zum Wochenende hin bin ich jetzt mal kackend dreist und grüße jetzt mal ein paar Leutchens. Vielleicht sehen sie das ja, vielleicht sprechen sie mich auch drauf an. Ich sage nur Vornamen. Vielleicht sehen die Leute das.
Und das ist kein Schleim oder sonst jetzt. Ist einfach nur mal, weil mir heute danach ist, ich glücklich bin, ich habe wieder einen neuen Schritt geschafft, das hätte ich nie von mir gelobt. Und ich grüße jetzt mal kackend dreist. Melli, danke für Zugucken, danke, dass du immer an mich glaubst. Pam, danke, dass du auch an mich glaubst und dass du mir auch immer Arschtritte gibst. Und die anderen alle grüße ich auch, Anke. Oh Gott, wer da noch alle das? Dani, Frank, Julchen, Chris, oh Gott, Bernie, Sissy, oh Gott, wer ist da noch alle da? Mein Mann grüße ich auch, der guckt sich das sowieso immer nicht an. Ist, ohne Schweinerei, egal. Schatzi, ich lieb dich. Ja, denn halt Nine grüße ich. Ja, Nine, du weißt, ne, bei dir ist das ein bisschen was anderes als wat, darüber hatten wir uns ja schon mal unterhalten. Ja, und halt mal alle Leute bei Facebook, die auf meiner Seite interessiert zuschauen, grüße ich ganz lieb. Dann grüße ich natürlich auch das kleine Mäuschen, was hier unter meinen Videos immer sehr ganz lieb so kommentiert, fühl dich mal geknuddelt, meine Kleine. Das, was du da alle durchmachst, das kenne ich auch zu Genüge. Ihr könnt schon Bücher drüber schreiben. Ich hoffe, sie weiß, wen ich meine. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Ich bin nicht so im Namen merken. Ja, und ich grüße jetzt einfach alle. So, machen wir es allgemein. Auch die Leute, wie gesagt, bei Facebook, hier bei YouTube natürlich die Leute. Fühlt euch alle geknuddelt. Danke, dass ihr mir alle zuguckt. Und dass ihr hier heiß mitfiebert, dass ich meine Sachen schaffe, auch wenn ich mal einen Rückschlag habe. Ihr seid echt klasse. Auch für euer Feedback halt, was ihr mir so gebt. Das ist auch für mich wichtig mit dem Feedback. Weil man als Außenstehender das halt auch besser beurteilen kann, ob man das versteht, was ich erkläre, wie ich das so mit der Erklärung halt rüberbringe über die Erkrankung. Ja, und ja, bin stark im Moment am Überlegen, ob ich mir wirklich mal so vielleicht mal ein kleines Gewinnspiel einfallen lasse oder so, keine Ahnung. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Im Moment erstmal, wie gesagt, habe ich andere Sachen im Kopf. Busfahren. Kommt immer Busfahren in den Kopf. Egal. Gut, ich grüße auch den alten Wattwurm. So, das musste noch sein. übrigens, danke für deinen lieben Kommentar gestern, den du mir gegeben hast. Gib mir große Mühe und ja, ich will ja auch mal irgendwann mal wieder reisen können. Und Ostfriesland hat mir sehr, sehr gefallen und da ging es mir auch besonders gut, muss ich sagen. 2016, das hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, gut. Wir kämpfen ja darauf hin. Gut, so. Jetzt reicht's aber wirklich. Jetzt habe ich euch hier zugetextet, bis der Arzt kommt. Aber gut, musste halt mal wieder sein. Bin halt eine kleine Quasseltante. So, gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ich vielleicht morgen nochmal, also Samstag, Sonntag vielleicht nochmal übe. Sollte ich eigentlich machen, bevor ich wieder rückläufig werde, aber gut, werde ich das natürlich wieder filmen und natürlich euch zeigen. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Vlog. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen. Ich weiß nicht, wann ihr die Videos seht. Fühlt euch alle gedrückt. Wenn euch meine Videos gefallen, dann teilt's bitte, weil es wichtig ist, über diese Erkrankung halt aufzuklären, weil, wie man immer wieder hört, wissen die Menschen nicht, was das für eine Erkrankung ist. Und sie ist auch definitiv heilbar. Will ich hier nochmal ausdrücklich sagen, sie ist heilbar. Und das hat nichts mit psychischer Krankheit zu tun, das ist eine psychosomatische Erkrankung. Hatte ich ja jetzt schon öfters erklärt, was das ist, glaube ich, muss ich nicht nochmal erklären, aber trotzdem, wie gesagt, wenn euch meine Videos gefallen, teilen, lasst ein Abo da, freue ich mich sehr drüber, sehe ich auch, dass ihr sehr interessiert seid für dieses Thema halt. Ja, und wie gesagt, schönes Wochenende und bis zum nächsten Vlog. Tschüss!